Ja, schön. Super. Meine, das hat mir Spaß gemacht. Tolle, tolle Nummer, eure 5 für. Ja. Wie heißt es? 5 für? 5 für. Super. Oh mein Gott. Also das ist ja wirklich, das finde ich richtig schön. Also er sieht da jetzt nicht so toll drauf aus, aber Michael Jackson, mit dem fing so vieles an für mich. Also, mein Vater hat eine Plattensammlung, eine große, und er hat uns Kindern immer erlaubt, Platten aufzulegen. Und bevor ich in die Schule kam, habe ich mich oft vor seine Sammlung gesetzt und Platten ausgewählt, ohne zu wissen, wie die Interpreten heißen, denn ich konnte ja noch nicht lesen. Also bin ich auf Plattencover gegangen. Und es gab ein Plattencover von eben Michael Jackson, und zwar das Off-the-Wall-Plattencover. Und man muss sich vorstellen, wenn man dieses Plattencover aufklappt, dann ist er ganz Körper drauf und er hat diese leuchtenden Socken an. Und jetzt stell dir doch mal vor, als so 4-5-Jährige, was soll man da sich denken, wenn man leuchtende Socken sieht? Und ich habe immer gedacht, was hat der Glühbirnen in seinen Strümpfen? Wie ist denn das möglich, dass seine Socken leuchten? Ich konnte Reflexion und sowas alles noch nicht so checken mit Blitz und so. Und dann habe ich ihn aufgelegt und dann von dem Moment an war ich ein Michael Jackson-Fan. Ein treuer Michael Jackson-Fan, muss ich sagen. Und ich habe viel gelernt von Michael, obwohl wir uns nie getroffen haben. Tanzen jetzt nicht zum Beispiel. Ich bin keine gute Tänzerin, aber das freut mich, dass ihr Michael rausgewählt habt. Ausgewählt habt. Das hier ist eine Haarbürste und das ist ein Gerät, das für meine Haare absolut eigentlich No-Go ist mittlerweile. Mittlerweile. Denn wie man sieht, ist das hier alles viel zu eng. Ich habe ja so viele Locken, ne? Und wenn ich damit durchgehe, dann brauche ich ewig und vor allem gehen die Locken verloren. Was fällt mir dazu ein? Also, ich habe zwei Schwestern. Zwei kleine Schwestern und meine Mutter hat unheimlich viel Wert darauf gelegt, dass wir jeden Morgen sehr gepflegt und frisiert das Haus verlassen. Das heißt, es gab jeden Morgen ein Drama über Jahre. Es gab jeden Morgen Tränen, weil unsere Mutter uns mit einer solchen Bürste die langen Haare gekämmt hat, Zöpfe geflochten hat und wir hatten immer unheimlich viele bunte Spangen drin. Und wir haben immer diese Position eingenommen. Das hier, weil man hier natürlich seine Wurzeln festhält. Und wir saßen immer so da, während unsere Mutter irgendwie an uns gezerrt hat. Aber es sah schön aus. Und das habe ich aber für immer verbannt aus meinem Leben. Es gibt keine Bürsten mehr. Nur breitzinkige Kämme, die sind etwa so breit. So. Ja. Mein Vater fällt mir dazu ein. Also ich erkläre die Geschichte. Also erstmal, man muss wissen, ich bin quasi Labello-abhängig. Auch jetzt zum Beispiel, also ich benutze mittlerweile gar kein Labello mehr, aber damit fing alles an. Noch viel weiter zurück, eigentlich fing es mit Vaseline an, das ist ja noch viel schlimmer. Aber dann sind wir auf Labello über. Aber jetzt ganz kurz, man sieht ja hier auch wieder, ist irgendwas auf meinen Lippen. Immer ein Produkt, weil ich habe unheimlich schnell trockene Lippen. Und ich habe vorhin gesagt, mein Vater fällt mir dazu ein, weil er irgendwie auf die Idee kam, uns Kinder im Winter immer mit Vaseline einzuschmieren. Und zwar also so ganz körpermäßig. Also das war so das Ding. Unser Vater hat uns jeden Morgen so Haferflocken gemacht. Die hat er gekocht, mit heißem Wasser aufgekocht, mit Milch. Ich liebe das heute. Ich habe es früher extrem gehasst. Aber das war das Frühstück, das er uns gemacht hat. Er hat gesagt, ihr müsst hier irgendwie groß und stark werden. Und dann im Winter hat er uns mit Vaseline eingecremt und Vaseline hier auf die Lippen. Irgendwann hat meine Mutter dann gesagt, jetzt ist aber mal gut. Und hat dann diesen Labello eingeführt. Und seitdem bin ich dann immer mit Labello rumgelaufen. Ja, und der ist eigentlich schuld daran, dass ich immer irgendein Produkt auf meinem Mund haben muss. Ja, das fällt mir zu Labello ein. Ich verfluche diesen Labello. Okay, zeig mal her. Ach so. Ja, High Heels. Also worauf wird jetzt hier angespielt? Auf den High Heel an sich oder auf das Material? Ich sag mal so. High Heels habe ich
getragen als Teenager, ganz viel, privat, sag ich mal. Ne? Weil hat ja irgendwie größer gemacht und war irgendwie, also so weibliches Attribut, Ausstellungsstück. Habe ich gerne getragen, konnte ich auch ganz gut. Und dann irgendwann habe ich aufgehört, High Heels zu tragen, weil es mich anstrengt. Und ich glaube, das fing an, als ich Kinder bekam, dass ich dann schnell von A nach B musste. Und Berlin ist ja auch wirklich eine sehr große Stadt und man muss viel laufen. Und ich bin da nicht so tight wie die New Yorkerin, die ja teilweise mit ihren High Heels in den Taschen rumlaufen und dann irgendwie in Turnschuhen von A nach B heizen. Ich habe mir das abgewöhnt, aber auf der Bühne zum Beispiel trage ich immer noch unheimlich gerne High Heels. Und da ist mein Adrenalin, wie sagt man, Adrenalin aus, was? Ausstoß. Mein Adrenalinausstoß, sagt man es so? Naja, gut. Auf jeden Fall so gut und stark, dass ich nicht darüber nachdenke, dass ich High Heels trage. Aber sobald diese Zeit der Bühne vorbei ist, dann ist mir das alles schon wieder zu anstrengend. Deswegen High Heels, I don't really need them. Also brauche ich nicht wirklich, auf Deutsch gesagt. Ne? Aber es ist eine schöne Sache. Oh. Ich kam mir gerade echt in den Stotter, weil ich dachte, habt ihr jetzt mein Zeugnis? Wow, nur Einsen. 15 Punkte, 14 Punkte. Ja, Abitur. Ja? Was soll das Abitur sein? Da steht mein Name drauf. Ja, und ich habe mein Abitur gemacht. Ich habe mein Abitur in Berlin gemacht, nicht an dieser Schule. Und was fällt mir dazu alles ein? Also, meine Schulzeit war eine sehr bewegte Zeit. Ich war zuerst eigentlich in der Grundschule eine extrem gute Schülerin, eigentlich fast schon zu gut. Und ich habe auch immer freiwillig Hausaufgaben gemacht. Das ist mir alles total leicht gefallen und es war schön. Schule fand ich super. Und dann rief meine Lehrerin bei meinen Eltern an und hatte gesagt, ich glaube, ihre Tochter ist reif für einen anderen Schultyp. Man muss dazu wissen, in Berlin geht man eigentlich für gewöhnlich bis einschließlich 6. Klasse in die Grundschule. Nicht nach der 4. Klasse, sondern nach der 6. Klasse wechselt man auf die Oberschule. Und es gab damals, als ich Schülerin war, nur wenige Gymnasien, 3 an der Zahl, die Kinder ab der 5. Klasse angenommen haben. Das waren alles 3, also nein, eins war das französische Gymnasium und 2 waren humanistische Gymnasien, also Latein und Altgriechisch. Und da rief meine Lehrerin bei meinen Eltern und hat gesagt, hier, ihre Tochter, ab aufs Gymnasium. Und das ging dann auch erstmal noch okay, aber so nach 2 Jahren oder so hat sich das Interesse ein bisschen verflüchtigt und andere Dinge sind an die Stelle gerückt und ich wurde schlecht und schlechter und schlechter und habe dann die Schulen gewechselt und gewechselt. Und es hat niemand mehr daran geglaubt, dass ich mein Abitur je machen würde, außer ich. Und so habe ich es dann auch irgendwann mit Verspätung, aber immerhin gar nicht so schlecht gemacht. Das fällt mir zum Abi ein. Ganz schön viel erzählt, ne? Ach so, du redest ja nicht mit mir.